Oh, es hat ein bisschen überdreht. Aber sieht eigentlich alles ganz gut aus. Sieht ganz gut aus. Gut. Wow, wir sind jetzt sozusagen im Transfermodus. Also das ist der Transfermodus der von Braun. Da sieht man, dass die ganzen Solarzellen aufgehen. Die hat sich mit der einen Seite zur Sonne ausgerichtet. Ich hoffe, dass es sogar die richtige Seite war. Ja, nicht wirklich. Weil eigentlich wollte ich die... Nee, ist doch die richtige Seite. Nee, ist die richtige Seite. Und zwar, hier sind Lagerdinger drinne und ein Teil der Labore. Und gerade dieses Labor soll Richtung Sonne zeigen wegen der Fenster und so weiter. Sieht ein bisschen schick aus nachher in der Kameraeinstellung. Kann ich euch mal gleich zeigen, was ich meine. Ja. Gut, sie pendelt sich noch ein bisschen ein und stabilisiert sich. Hoffe ich zumindest. Aber sieht schon gar nicht mal so unübel aus. Ich denke mal, wir können die direkterweise noch mal ein bisschen drehen. Das ist nicht falsch rum jetzt. So rum? Nee, doch so rum. Ja. Mann. Was für ein... Nee, ist doch falsch rum. Hä? Die dreht sich immer weiter. Super. Das nennt man Live-Betrieb. Gut, dann machen wir mal die Synthesizer an, damit ihr mal seht, wie die Synthesizer funktionieren. Wir gehen mal hier auf die Fuel-Anzeige. Die Erklärung der Synthesizer, die folgt dann aber nicht heute. Das würde heute den Rahmen sprengen. Wir machen hier den Aktivieren. Das ist der für den Liquid Fuel. Dann machen wir den hier an, der ist für den Monoprop. Und jetzt seht ihr gleich, wie die Energie da arbeitet. Die arbeitet wahnsinnig. Weil die braucht auch wahnsinnig viel Strömling. Und die Leute, die meine Let's Plays von Factorian gucken, die wissen ganz genau, Strömling, der fiese Fisch aus dem Norden. So, jetzt würdest du sagen, eine Energieform in die andere hier wandelt. Du musst halt, musst die Action Groups halt im VAB SPA festlegen. Das ist eigentlich das Hauptproblem, Atom. Ja, okay. Hört sich super an. Gut. Das Hauptproblem, ja, das Hauptproblem. Aber vielleicht gibt es ja dafür auch nochmal spezielle Mods. Muss man mal gucken. Also, ich habe ja sowieso hier und da mal verschiedene Mods angeguckt. Und ich bin auch am Überlegen, weil... wie lange dreht die sich denn noch? Die dreht sich ja immer weiter. Halt falsch rum. So rum. Die dreht sich ja immer weiter, die Dame. Mann. Ist ja auch ein träge Teil eigentlich. Das ist wirklich träge. So. So, jetzt dreht sie sich wieder. Mann. Also, das ist auch gerade eine Kameraeinstellung vom Feinsten. Ich feier die gerade so ein bisschen. Hä? Ja, macht schon was her, muss man mal sagen. Wow. Gucken wir mal, wie es jetzt von drinnen aussieht. Kann man hier was aus dem Fenster Besonderes sehen? Nee, da nicht so. Hoppala, so. Ja, da sehen wir halt nochmal auf der Wand braun. Jetzt sehen wir auch hier die Solarpanels ausgefahren. Ja, kann man auch sehr schön beobachten. Und wir sind ziemlich flott unterwegs. 9272 Meter pro Sekunde. Das ist doch ganz schönes ordentliches Reisetempo. Hier sehen wir das nochmal so auf Schnittmenge. Das heißt, jetzt sind wir hier genau auf diesem Mittelrumpfteil, wo man die Solarpanels nach vorne sieht. Hier kann man nichts Großartiges sehen, doch ein bisschen. Ein bisschen sieht man.
ist halt auf der Schattenseite. Gucken wir mal, wie es hier drin ausschaut. Falsche Seite, hier ist Fenster. Ja, die andere Schattenseite. Auch nochmal ein Schattenobjekt. Gucken wir mal, hier sehen wir noch ein bisschen Licht ankommen. So sieht es beim Chef vorne aus. Ja, der Chef hat jetzt die Sterne. Da muss ich gerade so ein bisschen an Odyssee im Weltraum denken. Sterne. Ja, kennt er bestimmt. Ja. Jo. Sehr schick. Schick, 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 schick. So, Orbitalkamera wieder aktivieren. Dann weiß ich nämlich, wie ich ausgerichtet bin. Das ist immer am besten so. Gut. Wir haben sie ausgerichtet. Fuel arbeitet. Wir lassen den Fuel mal ein bisschen arbeiten. Das muss er auch. Deshalb gehen wir jetzt sozusagen etwas leicht in den Warp-Modus. Und während des Warp-Modus könnt ihr ja mal schauen, wie lange das Gerät braucht, um aus den Photonen, die von der Sonne, also dort hinten, hier hinten, da, sich Richtung Solarpanels bewegen und dann hier durch die Synthesizer durchgejagt werden, die Energie und in eine andere Energieform verwandelt wird, und zwar diesen hier. Und dazu wird es dann, wie gesagt, auch nochmal eine Spezialfolge geben, wo das erklärt wird. It's full of stars. Genau das ist es. Genau das ist es. It's full of stars. Genau das ist es. Sehr schön. Mann. Schön, 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 dass es Leute gibt, die diesen legendären Spruch in der Filmgeschichte, besonders aus dem Science-Fiction-Genre, überhaupt kennen. Ha? Das ist sehr schön. Wow. Macht mich direkterweise glücklich, muss ich mal sagen. Also, wow. Gerne. Wow, super. Wunderbar sowas. Herrlich, herrlich, herrlich. So, Fuel läuft. Wir gucken mal, ob wir nochmal ein bisschen weiter beschleunigen können. Ja, sieht doch schon mal sehr schick aus. Time Warp 10 läuft. Was sagt denn die Realtime jetzt gerade? Was sagt denn die irdische Zeit? Habt ihr eine Uhr? Habt ihr gerade keine Uhr zur Verfügung? Mann, Mann. Realtime, was sagt die Realtime? Warte mal, ich habe doch einen Computer hier, einen Laptop neben mir. Was sagt denn der an? 19.21 Uhr. Aha, 19.21 Uhr. Realtime. Das heißt, ich habe noch ein bisschen Zeit. Sehr schön. Ist ein richtiger Klassiker, wenn auch nicht gerade mein Lieblingsfilm. Sagen wir mal so, der absolute Lieblingsfilm von mir ist es auch nicht. Der Vorteil aber dieser Film, der hat einige sehr interessante Themenaspekte, die darin halt behandelt werden. Ne? Das muss man mal so sehen. Und vor allen Dingen, wenn man betrachtet, wann dieser Film überhaupt gemacht wurde. Also, es ist auch so der Hammer. Hm? Gut, Monoprops sind gleich voll. Das dauert nicht mehr lange. Dann haben wir da Monoprops. Wir können, glaube ich, auch RCS direkterweise deaktivieren. Wenn wir gleich nochmal rausfallen, warte mal. RCS ist aus und wir gehen nochmal in die Eculation rein. Jetzt sagt er, wir können wieder nicht beschleunigen. Doch, jetzt geht's wieder. Ach, Mann. Case P. Das ist Case P. Okay, er läuft. Monopropse. Und da kann man sehen, wie lange der eigentlich braucht, um daraus wirklich Energie zu gewinnen. Das ist eine Menge Energie, was da flöten hier. Das ist eine ganze Menge. Aber ich will wenigstens die Monoprops voll haben. Da haben wir die Monoprops voll. Da haben wir es. Die Liquid Fuse Synthesizer, die lasse ich noch aktiv. So, der Monoprop 1 geht aus. Und der Monoprop 2
Ja, der hat das gleiche Schicksal. Vorausgesetzt, ich krieg den hier geklickt. So, Shutdown. Okay. Hallo? Sollte die Schaltfläche erreichen. So, danke. Gut, das haben wir. Und jetzt sind wir sozusagen auf kompletten Transfer. Wir wollen mal schauen, dass wir natürlich unser Ziel erreichen. Also wir sind ja noch nicht wirklich von der Haustür weg, sozusagen. Wir befinden uns ja... Ja, genau. Das wollte ich doch gerade moderieren. Also, wir sind gerade noch vor der Haustür zum Körben. Und wir wollen natürlich als erstes Ziel, wie gesagt, eine Sache erreichen. Und zwar wollen wir erreichen den Duna. Und der ist schon als Target gesetzt. Es ist sehr praktisch, dass der als Target gesetzt wurde. Da habe ich ja durch Zufall schon mal richtig geklickt vorhin. Und wir wollen mal gucken, dass wir natürlich hier natürlich eine Manövernote setzen. Das machen wir ganz klassisch alles. Das heißt, wir setzen hier eine Manövernote. Und jetzt wollen wir natürlich gucken, dass wir eventuelle Abweichungen zu der Bahn, wobei die eigentlich gar nicht groß sein dürften, aber wir schauen mal, ausgleichen. Das heißt, wir gehen mal hier auf diesen lila Strich und schauen mal, dass wir hier... Ah, ich sehe schon, hier gibt es ein paar... Ne, was los? Nee. Irgendwie haut das jetzt gerade nicht hin. 100 noch was, werde ich bestimmt da nicht brennen müssen. Aha, so wird's weniger. Die gleichen 100er Wert hatte. Das. Aha. Schwupp. Wupp. Boah, warum springt der so viel? Okay. Den noch was? 9 noch was, 8 noch was, 8, 7, 7, 1, 7, 1. Nee, es ist zu viel in die Richtung. Aha, jetzt kommen wir der Sache näher. Ah, das war zu viel. Da ist Fingerspitzengefühl gefragt. Es ist echt nicht viel. Es ist echt nicht viel. Aber na gut. Oh. Na gut, wir lassen den so. Das heißt, wir werden uns auf die Manövernot ausrichten. Dann haben wir das nächste schwere Manöver für das arme Ding. Wegen der hohen Masse halt. Ist ja auch nicht gerade wenig.